Instagram führt gleich mehrere Funktionen ein, mit denen User ihre Instagram-Erfahrung besser personalisieren können. Und Google plant offenbar die Einführung eines AI-Chatbots. Alles das und mehr jetzt bei 7x7x7. Hi, mein Name ist Felix Beilharz. Willkommen zu 7x7x7, den Online-Marketing-News. Du bekommst jetzt wie jede Woche in circa 7 Minuten die 7 wichtigsten News aus dem Online-Marketing aus den letzten 7 Tagen. Immer montags um 17 Uhr bei Instagram, bei Facebook, bei Xing sogar noch. Und als Podcast bei YouTube auch logischerweise. Und dann noch als Newsletter bei LinkedIn, also auf allen Kanälen, wo du deine News konsumieren willst. Wenn du Bock hast, lass jetzt ein Abo da, lass ein Like, lass einen Daumen da. Dann sehen wir uns jeden Montag um 17 Uhr wieder mit den immer aktuellsten News. Und die erste News gibt's jetzt. Adam Mosseri, der CEO von Instagram, hat bei Instagram und bei Twitter eine neue Funktion angekündigt, nämlich einen Quiet Mode. Instagram ist ja stark in der Kritik, dass es zu sehr ablenkt und uns zu sehr stresst, weil dauernd Benachrichtigungen reinkommen. Und das kannst du jetzt aber ändern. Du kannst jetzt nämlich den Quiet Mode aktivieren und damit definieren, in welchen Zeiträumen keine Benachrichtigungen mehr erscheinen sollen. Heißt, du kannst jetzt in deinen Einstellungen, der Rollout läuft gerade noch nicht für Deutschland, aber es wird kommen, kannst du in deinen Einstellungen dann definieren, in welchen Zeiträumen keine Benachrichtigungen mehr aufploppen sollen, zum Beispiel während der Arbeitszeit oder auch abends, wenn du mal deine Ruhe haben willst. Das Ganze wird dann auch als Symbol an deinem Profilbild angezeigt mit so einem kleinen Mond, der dann zeigt, dass du gerade im Quiet Mode bist. Und wenn man dir eine DM schickt, dann wird auch angezeigt, dass der User, also du, sich gerade im Quiet Mode befindet. Der Umbruch und der Umbau bei Twitter geht weiter. Es werden ständig neue Funktionen hinzugefügt oder umgebaut oder abgebaut. Und trotzdem ist der Umsatz year over year, also seit genau einem Jahr, um 40% eingebrochen. Offenbar haben viele Werbekunden bei Twitter eben kalte Füße bekommen und momentan die Werbeausgaben zurückgefahren. Einige sind schon wieder da, ne? Die großen Player wie Amazon und Apple, die werben wohl jetzt wieder, nachdem sie ein bisschen pausiert hatten, aber insgesamt gesehen der Umsatz um 40% gesunken. Es kommen ständig neue Funktionen rein, also Elon Musk und sein Team arbeiten sehr stark an der User Experience, kommt aber anscheinend bei den Werbekunden nicht so gut an. Man kann jetzt bis zu 4000 Zeichen lange Tweets nutzen. Der blaue Haken wurde mehrfach umgebaut. Das Verfahren dazu wurde mehrfach mit großem Tumult umgebaut. Dann gibt es einen Bookmark-Button, der jetzt eingeführt wird, neben dem Like-Button. Du kannst verschiedene Timelines wechseln, also jede Menge neue Funktionen. Und auch Twitter-Coins, eine eigene Währung bei Twitter, werden gerade erprobt. Also da passiert einiges. Dem Umsatz hat es bisher aber nicht gut getan. Und wir bleiben bei Twitter. Twitter ist damals groß geworden durch Tools wie zum Beispiel TweetDeck, mit denen man Twitter nutzen konnte, ohne sich bei Twitter einzuloggen, also über eine andere Oberfläche, die dann besser gestaltet war, die man selber sich zusammen konfigurieren konnte. Solche Drittanbieter-Tools oder Third-Party-Clients, mit denen du wirklich dann Twitter auch nutzen kannst. Das war Twitters damaliges Erfolgsgeheimnis und die schließt Twitter jetzt aus. Die Twitter API wird jetzt gesperrt für solche Drittanwender-Tools oder Third-Party-Clients. Zum Beispiel Tweetbot oder Twitterific sind bereits ausgesperrt. Du kannst also jetzt nicht mehr Twitter mit solchen Diensten nutzen. Das liegt daran, weil du dann eben eine alternative Twitter-Oberfläche hast und da auch keine Werbeanzeigen siehst. Das heißt, der Umsatz geht eben zurück. War zwar immer schon so, aber jetzt wird es offenbar geändert. Ob das auch sich auswirkt auf Dienste wie Hootsuite und Co., mit denen du dann auch posten kannst, das wird sich noch zeigen. Aktuell gilt das wohl nur für solche alternativen Twitter-Oberflächen wie eben Tweetbot oder Twitterific. Instagram gibt seinen Usern mehr Möglichkeiten, die eigene Experience zu personalisieren, also auch die Inhalte im Feed besser zu steuern. Du kannst ja, wenn Beiträge empfohlen werden in deinem Feed, die bereits ausblenden. Die Hide-Option kannst du nutzen, dann siehst du diesen Beitrag eben nicht mehr. Und dann lernt auch die AI dahinter besser, welche Beiträge du magst. Aber du kannst jetzt zukünftig auch dann direkt
bestimmte Schlagworte, Begriffe, Ausdrücke oder sogar Emojis und Hashtags komplett sperren. Das heißt, wenn du sagst, ich blende einen Beitrag aus, kannst du weiterklicken, dann kannst du sagen, alle, die mit dem Hashtag so und so oder sogar mit einem Emoji oder so oder mit einem bestimmten Begriff versehen sind, will ich nicht mehr sehen. Auch Inhalte im Explore-Feed kannst du künftig besser steuern. Du kannst nicht nur einzelne Beiträge dort ausblenden, sondern künftig auch mehrere auf einmal, also den ganzen Explore-Feed quasi durchgehen und dir rausklicken, was du nicht interessant findest, sodass du mehr Inhalte siehst, die dir wirklich auch gefallen. Wenn ich momentan bei LinkedIn reinschaue, dann ist so jeder zweite Post mindestens geht es um das Thema ChatGPT, also OpenAI. Die künstliche Intelligenz, die gerade so wirklich die Runde macht und extrem viele Menschen gerade begeistert und die auch offenbar für Google, zumindest mal den Gerüchten zufolge, eine große Konkurrenz darstellen soll. Google hat wohl Alarmstufe Rot ausgerufen, weil eben so ein Chatbot vielleicht besser funktioniert und bessere Antworten liefert, als es eine Suchmaschine kann, zumindest zukünftig. Und diese Gefahr hat Google natürlich erkannt und hat jetzt auch angekündigt, dass sie offenbar dieses Jahr noch einen AI-Chatbot ausrollen wollen. Google hat bereits so einen Chatbot. Die Tochter DeepMind von Google hat einen Chatbot namens Sparrow. Der könnte vielleicht in die Google-Suche übernommen werden, sodass wir eine völlig neue Art der Suche erleben werden bei Google. Eben nicht mehr, ich tippe was ein, sehe 10 Treffer oder x Treffer, sondern ich kann mich mit einem Chatbot unterhalten, der hoffentlich sehr schlau mir Antworten liefert. Damit hat Google sogar jetzt die beiden Google-Gründer, Sergey Brin und Larry Page, wieder ins Boot geholt, damit die da unterstützen und helfen dabei, die AI als Chatbot bei Google künftig zu etablieren. Google hat eine Menge schöner Funktionen, die alle kostenlos sind. Neben Google Analytics auch viele andere Funktionen und andere Tools. Und ein Tool war zum Beispiel Google Optimize, ein sehr cooles, einfaches, aber doch funktionales A/B-Testing-Tool, um eben rauszufinden, zum Beispiel, welche Website-Version besser funktioniert oder welche Landingpage-Aufbau und welche Landingpage-Elemente besser funktionieren. Google Optimize war kostenlos. Google Optimize 360 in der gesamten großen Suite war kostenpflichtig und hat da entsprechend auch mehr Funktionen. Beide werden aber jetzt abgeschaltet. Zum 30.09. diesen Jahres wird Google Optimize und Google Optimize 360 eingestellt. Google hat gesagt, dass sie zukünftig AB-Tests direkt in Google Analytics 4 ermöglichen wollen. Also offenbar werden manche oder alle Funktionen, werden wir sehen, übernommen in Google Analytics, sodass du gar kein anderes Tool mehr dafür brauchst, was natürlich dann der User Experience entgegenkommen würde, dass du dann in einem Tool alle Funktionen hast, eben auch die Möglichkeit, sinnvolle AB-Tests zu machen. Und der Tool-Tipp der Woche ist ConnectionMate. ConnectionMate ist eine Art CRM für deine LinkedIn-Kontakte. Du kannst da dann also, ist wieder ein Browser-Plugin für den Chrome und eine eigene Website. Und dann kannst du dort deine LinkedIn-Kontakte hinzufügen und mit bestimmten Tags versehen, zum Beispiel Kunde oder Influencer oder VIP oder sowas, wenn du dann Leute eben besser managen willst quasi. Und dann siehst du immer direkt, was sie gepostet haben und kannst sogar einstellen, dass du eine Push-Nachricht kriegst, wenn die was Neues gepostet haben, um dann darauf direkt reagieren zu können. Also wenn du deine wichtigsten Kontakte besser managen willst, ConnectionMate ist dafür der richtige Weg. Und du hast sogar ein eigenes Analytics mit drin, um nochmal genau zu sehen, wie du bei LinkedIn so performst und wie deine Beiträge so abgehen. Das waren die 7 wichtigsten News der aktuellen Woche. Hat es dir gefallen? Dann lass gerne jetzt ein Abo da. Dann sehen wir uns jede Woche, immer montags um 17 Uhr mit den immer aktuellsten News aus der Online-Welt, aus den immer letzten 7 Tagen. Jetzt erstmal, hab eine starke Woche, hau rein und bleib gesund. Dein Felix Beinhardt.